Schon der Aufbau der Attraktion ist spektakulär. Inmitten von unzähligen Wohnwagen und Fahrgeschäften wird der Hochseilmast heute Morgen zusammengebaut. Unter solchen Bedingungen aufzubauen wie hier auf dem Hamburger Dom, das hat die Hochseilfamilie Weisheit in 5 Generationen noch nicht erlebt. Das Spannende hier an dem Aufbau ist vor allem, dass der ganze Rummel schon steht, dass wir kein freies Feld haben zum Aufbauen. Also wir müssen hier den Mast über den Campings aufbauen, natürlich so, dass man nichts beschädigt, die Seile nachher hochziehen über die Geschäfte, die bereits aufgebaut sind. Das ist nicht ganz einfach. Dann wird der 62 Meter hohe Teleskopmast aufgerichtet. Es ist der höchste mobile Artistenmast der Gegenwart. 2 Meter höher als das Riesenrad. Ein Kraftakt, bei dem alle mit anpacken. Es ging so gut wie erhofft und besser als erwartet. Wir haben mit unserem Kran den Mast über die Campings schwenken können, über die Wohnwagen. Und jetzt haben wir ihn aufgerichtet. Also erstmal ein großes, schwieriges Stück ist vollbracht. 16 Familienmitglieder gehören zu den Geschwister Weisheit. Die jüngsten sind Charlie und Lenny. Cousine Johanna kümmert sich um die beiden. Auch die 13-Jährige ist schon Teil der Show. Ich bin bei den Frauen von unserer Gruppe dabei und knie mich dann hin zwischen den Frauen, die Spagat machen. Und ja, es ist ein cooles Gefühl, wenn da unten die Leute stehen und man so runterguckt. Und das ist der Blick vom Startmast in 12 Meter Höhe. An ihm werden jetzt die Stahlseile für die Motorradshow gespannt. 3 jeweils 15 mm dünne Seile, auf denen die Artisten später ihre Stunts mit dem Motorrad zeigen. Anspannung und Aufregung gehört immer dazu. Und wenn das irgendwann mal aufhört und es Routine wird, dann wird es gefährlich und dann lebt man nicht mehr lange. Und deswegen bin ich froh, wenn wir aufgeregt sind und auch angespannt vor jeder Show. Mit einer Seilwinde werden die Motorräder auf die Ausleger gezogen. Noch ein letzter Check. Unten warten die Schaulustigen auf das, was jetzt kommt. Und dann beginnt die allererste Testfahrt hoch über dem Hamburger Dom. Mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern geht es hoch bis auf 40 Meter. Seit 2010 haben die Weisheits die Genehmigung, über den Köpfen der Zuschauer auf dem Seil zu tanzen. So wie schon vor 100 Jahren auf den Jahrmärkten. Wir sind zum ersten Mal hier direkt im Herzen von Hamburg und dann auch mitten auf dem Dom. Das ist natürlich fantastisch. Und dass die Gaukelei, die Hochseilartistik und das Jahrmarkttreiben, die Schaustellerei wieder zusammenfinden, das ist für mich ein historischer Moment. Motorradpyramide, Handstandfahrt auf dem Lenker, aber auch Klassiker wie die legendären Fahrradpyramiden. All das gibt es ab morgen täglich um 19 Uhr mitten auf dem Hamburger Dom.